Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video von mir, Totemwerfer. Und ihr habt euch sicherlich schon gefragt, was geht denn beim Totemwerfer ab? Was geht denn bei der Iron Gold Challenge ab? Und ja, Freunde, ich muss euch sagen, ich bin noch kräftig am Leveln. Ihr seht es hier, mein Jäger ist jetzt Stufe 68. Man sieht es knapp hier über meiner Schulter. Und ich werde da noch ein bisschen dran rumleveln bis Legion. Ich hoffe, ich kriege ihn davor noch gemütlich auf 100. Ihr seht es ja immer, meistens spiele ich den in meinen Streams. Und fetzt da ein bisschen damit durch die Gegend, mach einfach ein paar Quests etc. oder meistens Dungeons, weil die halt ja gechillt gehen. Ich nehme ja auch noch ein bisschen im Chat was lesen kann von unserem Twitch und YouTube Stream. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dass jetzt natürlich über den Sommer in diesem, sage ich jetzt mal, Content Loch, was wir gerade haben, weniger Leute spielen und auch weniger Leute daran mitmachen und mithalten. Und ich selbst deswegen gesagt habe, okay, wir lassen die Iron Gold Challenge, wie sie ist. Also die Iron Gold Challenge bleibt, wie sie ist. Das sagt doch der eine Typ. Egal. Auf jeden Fall werden wir da nichts dran ändern. Allerdings gibt es jetzt eine Sommerpause. Dann fangen wir gemeinsam im Herbst oder so wieder an, Gold zu machen. Wenn jemand hier einfach weitermacht, ihr könnt mir immer noch die Mail schicken und ich werde dann natürlich im Herbst ein Video machen, wo es dann natürlich relativ viel Bilder hat, von manchen vielleicht doppelt, wo man sieht, okay, da war er da, jetzt ist er, hat er schon so viel Gold. Ich werde das einfach weiterführen. Ihr dürft gern, wie gesagt, weiter Bilder einführen und einschicken. Ich werde das jetzt einfach nur als Pause machen, weil ich finde, die Leute, die sich die Mühe machen, hier ein Bild reinzuschicken und dann quasi erwähnt zu werden, auch mal, um zu zeigen, wie es bei ihnen läuft, etc. Die haben es nicht verdient, dass sie in einem Video hochgeladen werden, wo drei Leute sind und das Video eine Minute lang geht, sondern die haben verdient, es in einem großen Video zu machen. Und deswegen werde ich das aufsparen jetzt über den Sommer hin und hoffe, dass im Herbst wieder mehr Leute mitmachen. Werde es dann natürlich nochmal ein bisschen bewerben wahrscheinlich. Es haben schon so viele mitgemacht und es war eigentlich schon so ein Riesenspaß. Deswegen will ich das Ganze nicht aufgeben, sondern wie gesagt, wir machen eine kleine Pause. Und ich hoffe, wir machen dann gemeinsam auch weiter. Ihr werdet, wie gesagt, auch in den Streams immer noch mich, denke ich, oft Goldfarmen sehen etc. Und deshalb können wir da auch noch einiges zusammenreißen. Was jetzt so mein Plan ist, falls es euch interessiert, also was macht der Totemwerfer jetzt? Mein Plan ist auf jeden Fall, dass ich diesen Char hier jetzt erstmal auf Stufe, ich sag mal, 80 oder 90 hochleveln will. Ganz bewusst schön hochleveln auf 80, 90. Und dann erst mit dem Goldmachen weiterzumachen. Ich habe im Moment 34.000 Gold. Und das ist schon nicht wenig für diesen kleinen Char, der hier alles alleine machen muss. Das freut mich schon. Und natürlich auch ohne accountgebundene Sachen ist es trotzdem ganz gut. Und ich muss auch ehrlich sagen, das Leveln habe ich schon lange nicht mehr so genossen wie mit diesem Char hier. Einfach weil er neue Sachen bekommen hat. Man freut sich auch mal, wenn ein Gearteil wie die Armbrust hier ganz cool aussieht. Man freut sich, wenn man mal wieder einen Bogen tragen kann statt der Armbrust. Man freut sich, einfach mal ein Upgrade zu bekommen. Zum Beispiel habe ich ein Schmuckstück, fehlt mir immer noch überhaupt eins. Ja, oder vielleicht kriege ich irgendwo mal ein Hemd. Das sind einfach so Dinge, die einen wieder ein bisschen beglücken und man drückt nicht einfach fünf Knöpfe, hat überall sein Account-Gear und ist mega stark. Also deswegen werde ich da auf jeden Fall weitermachen wollen. Mir macht es riesig Spaß. Natürlich das Goldfarmen. Wie werde ich das weiter handeln? Wie wird es funktionieren? Was macht man da etc. pp. Ich denke einfach, ich für meinen Teil stehe natürlich total aufs Goldfarmen und deswegen werde ich halt auch viel mit Angeln wieder machen, viele Guides da auch rausbringen nebenher natürlich, dass ihr das selber nachmachen könnt. Das Hauptding ist eigentlich so von mir immer ja das Auktionshaus und dazu würde ich natürlich zu Legion wieder mehr bringen können wie jetzt. Ich werde jetzt auch noch ein wie haben wir es genannt? Gold Talk Video machen. Gold Talk, genau. How to Gold Cap gibt es demnächst auch wieder was, aber Gold Talk kommt jetzt als nächstes. Da werde ich einfach mal ja, euch erzählen, was bei mir gerade so läuft, wie es vonstatten geht, warum ich es mache und ja, wie ich mich so ein bisschen auf Legion auch vorbereite. Dazu gibt es dann auch nochmal ein gesondertes Video, weil ich mir da schon recht viel. Ja, überlegt habe und gerade jetzt natürlich, wie soll man sagen, als Mensch, der schon 11 Jahre lang dabei ist, man schaut es immer ein bisschen mit anderen Augen an. Will ich jetzt wirklich sofort ganz viele Chars leveln und überall, sag ich mal, wenig wissen? Oder will ich lieber mit einem Char richtig leveln und so viel wie möglich mit diesem einen Char erleben? Das ist noch so ein bisschen die Frage bei mir, wie ich das Ganze dann gestalten werde.
Aber ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wie ich das mache. Im Moment ist mein Ziel so, dass ich einen Main-Char habe. Ich denke, es wird mal der Verstärker-Schamane. Und dazu werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal ganz gechillten Schurke machen. Einfach weil Schurken mich schon immer fasziniert haben und die cool waren. Und mal schauen, was noch dazu kommt. Also ich denke, einen dritten Char werde ich auf jeden Fall noch machen. Vielleicht, so wie es sich in letzter Zeit herauskristallisiert hat, spiele ich den Jäger weiter. Der Jäger ist eine meiner Lieblingsklassen jetzt so zum Leveln geworden. Es macht wirklich Spaß, nicht nur hier beim Level 8 Bären töten, sondern es ist wirklich ein Genuss eigentlich, mal so einen Jäger zu spielen. Und Melee-Jäger könnte schon was für mich werden. Mit so einem Pet etc. könnte eine gute Möglichkeit sein, dass ich das ja, als Second Main sogar anstatt dem Schurke vielleicht irgendwann mal spielen werde. Ich weiß es natürlich nicht, das steht in den Sternen. Wie der kleine Wagen, ihr wisst. Aber es ist einfach so, was die nächste Klasse ist, mit der ich mich ziemlich gut anfreunden könnte, da bin ich mir aber wirklich auch noch nicht sicher, das wäre meine Blutelfin, wollte ich schon sagen. Das ist gar keine Blutelfin. Meine Magierin, die, mit der ich hier das Let's Play mache, die Ashiril, kann ja hier mal das Let's Play einblenden. Da bin ich gerade dran, ein Let's Play zu machen und so schnell wie dieses Let's Play vorangeht, glaube ich, dass ich dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht mal Level 100 wert, aber ich gebe mein Bestes und ich werde vielleicht auch nochmal ja, ein Live-Let's Play draus machen, dass ich einfach quasi mal schneller leveln kann, mehr leveln kann. Und ansonsten muss ich mir das Ganze einfach nochmal ja, anschauen, wie ich das mache, ob ich vielleicht Zonen überspringe oder so. Mein Ziel mit dieser Ashiril, für Leute, die es nicht wissen, nur nochmal zu dem ganzen allen Goldgedöns, also ja, ich schweife viel zu weit aus, aber für wen es interessiert, noch sorry, dass ich heute so ausgeschweift bin. Ich wollte euch nur so ein bisschen ein kleines Update geben. Das Ziel mit der Ashiril ist quasi, so viel Quests oder alle Quests machen, die ich halt machen kann und die Story zu genießen. Also einfach mal was ganz anderes, wie jetzt stupides Leveln und stupides Gold machen, sondern einfach mal die Story in dieser World of Warcraft, die wir hier um uns rum haben, mal zu genießen, zu sehen, zu fühlen und ein bisschen ja mitzukriegen. Das ist eigentlich das Ziel mit der und ich denke, da werde ich auch noch ein paar Mal mit der spielen. Also gut, Leute, ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so krumm und wie gesagt, die Allen Gold Challenge ist nicht tot. Sie geht in die Sommerpause. Ich hoffe, ihr genießt die Sommerpause. Könnt aber jederzeit, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe gerade Zeit, ich habe Ferien bald und so, macht einfach weiter, schickt mir die Bilder ein. Alles gut. Ich werde es dann quasi zu einem großen Opening machen und euch das Ganze dann zeigen. Also vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Totemwerfer. Ciao.